Ja, halli, hallo, liebe Inselfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen Life of Pantera mit dem lieben Krimi. So, letztes Mal habe ich jemanden überfahren, aus Versehen, und zwar den Krimi. Wir haben es geschafft, in die Stadt zu kommen, ich habe einen Führerschein und so weiter und so fort. Und jetzt bewegen wir uns gerade auf einen Polizisten zu, denn ich muss ja alles irgendwie beichten. Na, mal sehen, was das wird. Ist da einer? Ich kann nicht so schnell laufen, man tut mein Bein auch weh. Ich darf das nicht belasten, hat der Arzt gesagt. Da hinten. Ja, ist da einer? Oder ist das bloß das Auto? Sitzt da einer drin? Nee, das ist doch leer. Da ist doch gar keiner. Guten Abend, die Herren. Hallo. Haben Sie irgendwo Polizisten gesehen? Ich suche einen Polizisten. Ich habe nämlich vor uns ein bisschen überreagiert mit so einer SMS und so. Das wollte ich vielleicht mal sicherstellen. Da. Vermutlich der gute Herr Fox. Oh, sehr schön. Er ist immer sehr freundlich und bereit immer sehr gut. Oh, sehr schön. Auch sehr in schön. Fällen, die eher nachteilhaft sind. Ja, hallo. Guten Tag. So schönen Morgen eigentlich. Naja, schöner Morgen, weiß ich nicht. Aber doch, da ist eine schöne Wolke. Also passen Sie auf, ich habe ein kleines Problem. Ich habe vor uns ein bisschen überreagiert. Ich habe vor uns mein neues Fahrrad probiert und da habe ich quasi hier meinen guten Freund Friedi aus ein bisschen angeschubst und der ist ein bisschen ohnmächtig geworden. Und ich habe gleich wieder überreagiert und dachte, er ist irgendwie tot und alles und habe dann gleich die Polizei angeschrieben. Ja, und der ist dann kurz darauf wieder aufgewacht. Das wollte ich jetzt noch ein bisschen irgendwie sicher klarstellen irgendwie. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich bin voll der Mörder oder sowas. Okay, die Nachricht, denke ich, ja, habe ich bereits gesehen. Wir wurden durch einen anderen Einsatz aufgehalten. Aber solange mir das Ihr Kumpel hier bestätigen kann, denke ich, können wir Sie da von unserer Fahndungsliste entfernen. Kann ich bestätigen, war absolut so. Er hat mich nur ein bisschen gehört und ich bin halt, Sie wissen ja, Kreislauf und so und halt, kennen Sie ja. Und dann bin ich halt ein bisschen umgefallen. Ich dachte echt, dass der irgendwie gerade, ich weiß nicht, dass der irgendwie sofort stirbt oder keine Ahnung, ich habe da voll Panik gekriegt. Ne? Weil ich war auch ganz allein irgendwie in der Stadt da, zumindest, nee, vorhin waren auch noch zwei nette Herren da, ne, aber ansonsten war ich so allein, es war alles dunkel und ach, keine Ahnung. Ich habe halt ein bisschen überreagiert, tut mir leid. Okay, dann müsste ich trotzdem einmal noch kurz meinen Vorgesetzten anfunken. Dann dürfte die Sache aber geklärt sein. Okay, ich setze mich ein bisschen hin, ne? Mein Bein tut noch weh. Mal ein bisschen hin. Setzen Sie sich ruhig hin. Das könnte ein klein wenig dauern. Der ist gerade außerorts. Ich muss erst noch die Funkfrequenz erfragen. Ja, Friedi. Da guckst du. Ja, Frieda, können wir mal unser weiteres Vorgehen besprechen? Was machen wir denn dann? Wir wollten ja ein bisschen Geld irgendwie. Wir brauchen ja Geld, mein Freund. Wir müssen ja irgendwo noch an Geld kommen. Und Pfirsiche habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr so unser Ding. Wir wollten zwar so Pfirsichplantage, aber ach, weiß ich nicht, Pfirsiche, das ist nicht mehr so lukrativ. Wir wollen nach den Sternen greifen, weil es ist so eine abgedroschene Redewendung, aber stimmt doch, oder? Also, was schlägst du vor? Was machen wir? Ein bisschen Kupfer oder Salz mal ausprobieren. Ja, Kupfer wirkt so irgendwie, fühlt sich so dreckig an, keine Ahnung. Das ist so, na, so mit Steinen und sowas hässliches. Aber Salz, das scheint doch was Gutes zu sein. Das ist so was Reines, habe ich das Gefühl. Sagen Sie mal, nehmen Sie hier auch Dienstaufsichtsbeschwerden auf? Da haben wir momentan relativ viele. Worum geht's denn? Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Der Vorgesetzte reagiert gerade nicht. Einen Moment bitte. Welche Beschwerde? Worum geht's denn? Und zwar wollte ich eben auf die Insel, auf dem die Salzhändler und DP-17 und die Feinkostanlage platziert sind, fahren und dann spricht mich am Ende der Brücke so ein korrupter oder was auch immer FBI-Agent an und sagt zu mir, verschwinden Sie hier. Ich erteile Ihnen hiermit einen Platzverweis, ohne dass ich irgendwas mache. Das hat der Herr wohl etwas unpraktisch ausgedrückt. Allerdings ist momentan dort ein Verbrecher unterwegs. Es gab schon mehrere Tote. Das hat er allerdings also nur zu Ihrer Sicherheit gesagt. Das sortieren wir mal. Kann man aber sagen, die Insel ist derzeit gesperrt.
Weil. Oma James? Das ist korrekt, allerdings, ich bin halt auch nicht für das FBI zuständig. Da kann ich relativ wenig machen. Das ist natürlich jetzt James. Na gut. Also doch, Kupfer. Ich habe mal so eine allgemeine Frage. Was meinst du, ist die Polizei oder das FBI bereit für eine Geisel zu bezahlen? Was? Was? Geiseln? Was haben Sie gerade gesagt? Ja, ich würd ja denken, ein Leben, ein Menschenleben ist doch eigentlich unbezahlbar. Ja, hätte ich auch gedacht, oder? Ja, ist ja eigentlich so, ne? Also würde ich sagen. So, über Werte möchte ich mich jetzt hier nicht äußern. Das ist auch nicht in meinem Dienstbereich. Naja, aber sind das nur ist. Einfache Streifenpolizisten, die sollten befördert werden, James. Ich meine, das ist ja schon irgendwie eine philosophische Frage oder Grundsatzdiskussion und so. Das vielen ist schon Dank, dass Sie das wünschen. Allerdings, ich bin gerade erst befördert worden zum Polizist. War vor kurzem noch Rekrut hier. Okay. Das wird schon also ich finde auch, das ist eine philosophische Frage. Wir sollten uns alle in den Joint reinstecken, Trommeln rausholen und ein Liedchen singen. Und dann mal drüber nachdenken. Ja, das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Drogenkonsum ist hier auf der Insel leider immer noch illegal. Auch für den Eigenbedarf? Oh, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Ist der Konsum illegal oder Besitz? Ja, das ist eine gute Frage. Der Konsum ist, soweit ich weiß, definitiv illegal. Beim Besitz gab es eine. Oder sonst, da war ich mir nicht mehr so sicher. Da fragen Sie lieber jemanden, der sich damit nicht auskennt. Kommst mir an. Moment, da macht keinen Sinn. Du darfst es den ganzen Tag vor dir hertragen und den ganzen Tag denken, das süße Zeug kannst du dir nicht jetzt reinhauen. Diese Vorfreude, aber das ist nicht benutzen. Diese Vorfreude. Das ist nicht benutzen. Auf gar keinen Fall. Oh, vorbei, illegal, Knast. Zum Glück rauche ich ja nicht. Zum Glück rauche ich nicht. Wo hast du mich eigentlich schon wieder eingeschleppt? Keine Ahnung, Herr Officer, hier plötzlich so mal, in eine kleine Frage. Sie warten ja noch auf Ihren Vorgesetzten. Kann ich vielleicht in der Zeit schnell meinen Wagen holen? Das können Sie natürlich machen. Ich werde hier noch bleiben kurz. Okay, er muss dann kommen, seinen Lamborghini dann auspacken. Kommen wir gleich wieder. Dann kommen wir gleich wieder. Friedi, kannst du mich fahren? ja, der fährt mich bestimmt. Hol mal deinen Wagen, ich warte hier. Hat er nicht gehört wahrscheinlich, aber naja. Ja, Salz ist also nicht mehr machbar, habe ich gehört hier. Also abgeriegelt. Doch, Salz ist gut. Nee, Salz ist das Einzige, was abgeriegelt, habe ich gehört. Irgendwie abgeriegelt. Also ja, die Brücke, die ist ziemlich gefährlich. Da sind Polizisten, die haben einen Roadblock aufgebaut und überfallen alle Zivilisten, die vorbeikommen. Ah, ist ein bisschen kontraproduktiv, ne? Ja, das ist FBI. Er ist momentan ein Schusswechsel mit einem bewaffneten Verbrecher. Das kann aber nicht sein. Mir wurde gesagt, es wäre eine Polizeiübung. Ein hochrangiger FBI-Mitarbeiter hat vor der Kamera ausgesagt, es wäre eine Polizeiübung. Naja, und ich meine, mich von der Insel verwiesen mit einem Platzverweis. Würde ich mich nochmal erblicken lassen, werde ich festgenommen. Ich wurde vom Strand verwiesen. Noch viel schlimmer. Kann ich Ihnen leider nicht so sagen. Mit dem FBI haben wir Beamte hier von der Polizei relativ wenig zu tun. Ich glaube, wir sollten hier einen Volksentscheid anstreben, dass das FBI in seiner Macht eingeschränkt wird. Das parlamentarische Kontrollgremium hat, glaube ich, versagt. Ich wäre dafür, dass ich das Polizeiauto geliehen habe. Ich habe bekommen. Eine Minute bitte. Ich möchte, ich löse jetzt kurz gut. Das erste Anliegen hier. Oh. Also, müssen wir eigentlich eine Versammlung anmelden, wenn wir mehr als 5 Leute sind? Was glaubt denn ihr, wo wir hier sind, ey? Das ist doch eine schöne, freie Insel. Ich glaube, wir stellen uns einfach ein Stück weiter auseinander, dann ist es keine Versammlung, sondern nur eine zufällige Ansammlung. Wenn ich ehrlich bin, ich würde ihm empfehlen, das lieber anzumelden. Sie wollen ja nicht, dass die Herren vom FBI denken, sie würden hier irgendetwas. Die erschießen uns doch nicht. Der immer lustiger. Haben wir jetzt hier eine Stasi alle als FBI oder was? Aber Officer, möchten Sie sich Ihr Fahrzeug leihen? Ja, meine Herren. Wir sind die, jetzt. Angelegenheit von. Wie ist Ihr Name noch einmal? Takahashi. Takahashi, okay. Der dann Herr muss Takahashi. Ich einmal noch zur Wache die Angelegenheit klären. Ich komme hier gleich wieder hin. Ja. Bitte gedulden Sie sich noch ganz kurz. Ja, wir sind auch gleich wieder da. Könnten Sie mich ganz kurz auf den ADAC-Akku absetzen? Mein Auto wurde. Okay, Friedi, lass uns. Ist kaputt und ich muss es abschleppen. Ich will da nicht hineingezogen werden. Eine Minute warten. Ich müsste jetzt einmal kurz diesen. Brumm, brumm, brumm. Danach komme ich hier wieder hin. Ja, Salz ist nicht mehr so gut, Friedi. Salz können wir nicht machen. Die Polizei sogar. Vielleicht doch eher Kupfer oder so. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen irgendwie Lagerfeuer oder irgendwas mit dem. So, du weißt noch, wo mein Auto steht?
komische Typ. Ja, aber ich find den Officer echt gut, muss ich sagen. Der regelt das ganz souverän, muss ich sagen, wenn da mehrere Spieler kommen und den so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, antrollen. Weil das sind ja diese typischen... Das soll nicht antrollen. Ja, weiß ich nicht. Also so ganze Zeit so Fragen stellen und so, ist halt, weiß ich nicht, ob man das jetzt direkt Trollen nennen kann, aber halt so, ne, weiß schon. Ich also, ja mitgemacht. Ja, ja, na klar, ich habe ja auch ein bisschen mitgemacht. Gut, ich wollte jetzt ein bisschen entschärfen, auch nur ein bisschen, aber ja. Also du weißt schon, was ich meine. Wir haben ja damals, als wir Cops waren, war das ja auch so, dass wenn da mal welche kamen und ich, oder wenn ich Cop war und du nicht, wie ihr dann immer angekommen seid und irgendwie die ganze Zeit mit mir gelabert habt und eigentlich in Ruhe lasst mit irgendwelchen dummen Fragen. Das finde ich, hat er ganz gut und Severin gelöst, muss ich sagen. Severin, hm? Hat er Severin gelöst? Wir können ja auch Polizist werden hier. Oh nee, ey, bloß kein Bulle sein, ey. Bulle sein ist immer so anstrengend. Vor allem, du wartest bloß auf einen Einsatz, das finde ich so schade. Hier kannst du irgendwie losfahren und was machen, aber als Bulle oder als Medic, als ADAC oder irgendwas, da wartest du irgendwie die ganze Zeit auf deinen Einsatz. Ich meine, ich weiß es nicht genau, ne? Wir wissen es nicht genau, wie es war. So, wo ist denn jetzt das Auto nochmal? Das war hier oben irgendwo, hier irgendwo. Wo sind wir? Das ist, ach, da. Aber es ist interessant, ne? Man sieht sich auf der Karte nicht. Ich muss mir nachher echt mal die Patchnotes durchlesen. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon aufgenommen haben. Also es tut uns leid, ne? Wenn wir hier einige Folgen total langweilig erscheinen. Aber es macht echt Spaß, muss ich sagen. Kann ich nur jedem empfehlen. Jeder, der über 16 ist und gerne RPG macht, also richtig Roleplay versucht zu machen. Jetzt nicht so wie ich in Krimi, wenn wir alleine sind. Aber wirklich, wenn dann welche da sind, versuchen ein bisschen. Wenigstens ein bisschen was versuchen. Ich bin auch nicht der beste Schauspieler. Ich bin auch nicht der Beste, der sich da was ausdenken kann. Aber wenn Krimi das hinkriegt, dann schafft ihr das auch. Ah, das war nur ein Scherzkrimi. Ja, wir müssen jetzt nochmal zur Polizei, ne? Weil der muss das noch regeln. Überfahr mich wieder nicht, bitte. Wir müssen nochmal zur Polizei, ne? Der muss das noch regeln. Ich wollte nur mal das Auto holen, die Zeit sinnvoll nutzen, quasi. Mal gucken, was da jetzt rauskommt, wenn der da fertig ist. You know what I mean? So, wo fahre ich jetzt am blödsten lang? Naja, STVO, ne, gilt. STVO. Also würde ich denken, dass man nicht einfach hier quer durchfahren kann, aber ich fahre da jetzt einfach quer durch. Da fahre ich jetzt hin. Und dann fahre ich zum Krankenhaus. Ich fahre quer rüber und dann fahre ich zum Krankenhaus. Das kriege ich hin und dann finde ich den Weg hoffentlich zum Marktplatz irgendwie. Vorsicht, da ist ein Kattel. Komm. Was? Was? Ein Kattel? Ein Fahrer, der gerade kam mit Kattel. So. Das hätte aber gleich, da hätte ich aber gleich mal. Ja. Ah, der Krimi mit seinen komischen Gesprächen. So, man darf ja bis 50 fahren innerorts, aber da guckt ja gerade keiner. Und das finde ich aber sehr, sehr interessant, ja. Auch wenn ich im Spiel hier anfange, so schnell zu fahren, im realen Leben. Ich habe keinen Führerschein, gebe ich ehrlich zu, würde ich trotzdem nicht machen, weil ich einfach, ich bin der Meinung immer, wenn da so Verkehrsschilder sind, haben die teilweise dann ihre Berechtigung, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Radarfallen, wo irgendwelche Gemeinden sich daran irgendwie Geld verdienen wollen, aber trotzdem auf einer Landstraße, Autobahn und so, das hat dann alles schon teilweise seine Berechtigung. Und man sollte sich da schon ein bisschen dran halten. Nicht, dass man sonst auf einmal in der nächsten Kurve liegt. Und was noch schlimmer wäre, man überlebt einen Autounfall, aber der andere, der nichts dafür kann, der ist tot. Das wäre der Super-GAU. So, wenn jemand so bekloppt ist und total schnell fährt, ja, über ein Limit und so, wenn der stirbt, okay. Doch, das aber sind doch welche dahin. Da. Was redest du? So, gleich sind wir am Marktplatz. La la da 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 da. Mein Bein ist fast geheilt. Ich finde es interessant, dass ich 75 Leben jetzt habe. Ich dachte ja, dass der Medic mich richtig heilt, aber das war anscheinend doch nicht so. Ein bisschen was zu essen kaufen muss ich noch. Krimi, kommen. Ja, was? Ich bin jetzt am Marktplatz. Wo bist du? Also quasi am Marktplatz. Ich muss noch rumfahren. Ich bin am Markt.
lassen. Bin hier. Okay, ich rolle gerade ein. So, hier fahren wir genüsslich. Hier ist ein Parkplatz. Quack. So. Ach, ist das schön. Ah, der Tag, ne? Könnte schöner sein. Krimi, bist du da? Bist du in dem Auto? Da wäre es jetzt hier. Nee, ist gar keiner drin. Krimi, wo bist du, mein Freund? Bist du Krimi? Nein, du bist nicht Krimi. Jetzt, wo ich vom Nahen gucke, sie sind nicht Krimi. Entschuldigung, war eine Verwechslung. Hallo, nein, ich bin nicht Krimi. Ja, es war eine Verwechslung. Das macht ja nichts. Sie haben auch einen guten Modegeschmack, muss ich sagen. Ja, sie haben auch einen guten Modegeschmack. Ja, und der Friedi, also der Friedi Krimi, ich nenne ihn gerne Krimi, so ist sein Kosename. Ja. Also Nachname als Kosename ist schon komisch, aber es ist so. Und der hat auch so eine Sachen an, der mag die auch. So. Deswegen habe ich sie gerade ein bisschen verwechselt. Wo ist er denn? Ich funk den mal an. Krimi, das ist eine gute Frage. Allerdings kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen, dass da drüben auf dem Marktplatz steht auch jemand, der dieselben Klamotten wie wir anhat. Oh. Die scheinen wohl total in zu sein zu zeigen. Ja. Was ist denn, Tenchi? Ich stehe auf dem Parkplatz. Wo bist du? So, mal auf dem Marktplatz, bei der Statue. Der ist auf dem Marktplatz. Na, mal schauen. Das ist so bestimmt. Das wahrscheinlich sein. Ja. danke. Viel Erfolg. Da. Was kostet ein Haus? Nicht so viel. 1 bis 2 Mille. Wenn du überlegst, dass du für einen Goldbarren in der Bank, von dem du maximal 5 Stück in deinem Inventar mitnehmen kannst, nur 5.000 bekommst und du dann auch noch einmal über die gesamte Karte fahren Friedi, hier bist du ja. Beziehungsweise ein Flugzeug brauchst, was 300.000 kostet, um einmal über die Karte zu fliegen. Ja, ein bisschen flüstern hier, die hören uns sonst alle hier, das ist ja... Ansonsten kannst du noch Salz machen. Da kommt die ADAC ja wieder. Oh, hallo. Gibt's schon was Neues? Ja, da gibt's was Neues. Sie wurden von der Fahndungsliste entfernt. Soweit jetzt alles wieder in Ordnung. Oh, danke. Herzlichen Dank. Ich werde das nächste Mal nicht gleich so überreagieren. Ich werde erstmal, keine Ahnung, mal Sanitäter rufen, vielleicht anfragen und mal schauen, wie das nächste Mal läuft. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen... Ist er ja nicht. Der wird bestimmt noch. Er wird bestimmt noch richtig schön. Das hoffe ich. Ist ja erst 7 Uhr. Mal gucken. Mensch, vielleicht lag er wirklich in der Nacht auf. Bringt halt alles kein Geld. Es ist eh egal, was wir machen. Nichts davon bringt uns Geld. Aber Handfarmen, weil du brauchst die Polizei eine längere Zeit, bis die da unten ist. Ich guck's auch. James, du kannst übrigens mitmachen. Ich habe noch einen Beifahrerplatz in meinem Wagen. Krimi, bist du denn noch geistig anwesend? Ja, ich schreibe gerade mit meinem Handy. Okay. Dann schreib mal mit deinem Handy. So, jetzt bin ich ja da. Ja, Smartphone-Jugend, ey. Hier ist das Leben, Mann. Hier ist das echte Leben. Guck doch mal, ich meine, der Himmel sieht zwar heute nicht so schön aus, aber hier ist das echte Leben, mein Freund. Komm, wer hat als kleines Kind nicht solche Witze gemacht? Okay. Wir sind immer noch im ganzen Herzen kleine Kinder. Keine Kinder? Ich muss weiter. Einen schönen Tag noch, die Herren. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag noch. Der wird hoffentlich noch schöner, der Tag. Also, dass man jetzt schön sein muss an diesem Tag oder dass der Tag schön und gut ist? Dass der Tag schön wird. Schön hast du ja schon verloren. Ey. Aber ruhig hier. Da muss man an diesem schönen Tag gut sein. Nee, der Tag soll nur schön werden. Ein schöner Tag. Verstehst du? Oder sie, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will ja nicht zu direkt sein. Aber der Tag, der soll schön aufklaren da oben, damit wir noch schönen Himmel haben und so. Der komplette Tag, dieses scheiß Wetter heute schon. Der komplette Tag lang, nur Wolken. Das ist echt nervig, ne? Das nicht. Ich sehe schon blauen Himmel. Oh. Ah. Ja, da ein kleines Stückchen, aber das war's auch. Ich hab zu viel Heroin genommen, ne, oder? Nee, ich nehm nie was. Ich nehm keine Drogen. Drogen sind vielleicht gut fürs Geschäft, aber James, man sollte sie niemals selbst nehmen. Oh, komm, Friedi, wir gehen jetzt mal lieber. Ist das deiner? Oh, wunderschön. Ich gehe in meinen, ne? Ich gehe in meinen. Jetzt muss der arbeiten.
Okay. Leckeres Kupfer. Immer, ja. Ach, immer diese Engländer. Rein. Krimi, zeigst du mir den Weg? Kupfer. Ich markiere es mir auch mal. Wo soll denn das sein? Salzmühle. Hast du 8000 dabei? Negativ. Da muss noch mal zu. Verstanden. Ich warte. Ich gehe mal kurz nochmal für Kleinkönig. Disconnected Greenie, ohne dir zu antworten. ATM. Da. Und nochmal. Tausender. Oh mein Gott, ein Schuss! Mir hat's geschossen. Oh mein Gott, hier schießen die Leute. Oh mein Gott, Alter, hier. Aber das ja, war ja klar, dass die Leute hier alle rumballern. Ich kaufe mir noch ein bisschen Kaninchenfleisch oder taktischen Speck, der ist, glaube ich, besser. Und dann geht's schnell weg hier. Schnell weg. Am besten seitlich raus. Ja, Waffenhändler wäre nicht schlecht, glaube ich. Oh, ich hab dich gar nicht abgeschlossen. So, Freunde der Nacht. Wir suchen jetzt ein Kupferfeld. Alter, wo soll denn hier Kupfer sein? Ah, hier ist die Kupfermine. Ach du Scheiße, die ist ja sau weit unten. Und wo ist der Processing dafür? So, da bin ich wieder. Ja, da ist er wieder. Wo ist denn das noch Hände waschen und so. Wo ist denn das Processing von Kupfer? Ich habe die Kupfermine. Ach da, Kupferschmelze. Wo verkauft man das Zeug? Das ist scheiße. Ganz unten. Was, auch da ganz unten? Neben DP. Kokain, Steinmühle. Metallhandel gehe ich von aus, Metallhandel. Alter. No. Ja, aber wir machen das mal, damit wir ein bisschen was anderes machen. Und ja, wird bestimmt sehr lustig. 1,8 Kilometer, oh Gott. Da ja, können wir ein bisschen fahren. Da hinten? Nee, ist das oben? Der hast du gerade nicht verrückt. Ach, die ist oberhalb. Ach so, na klar. Nee, unter ist das, die ist unterhalb. Okay. Machen wir. Ja, an sich fand ich das ziemlich cool, ne? So Rollenspiel und so. Mal gucken, wie sich das hier alles noch entwickeln wird. Irgendwie wollen die alle anscheinend die kriminelle Laufbahn einschlagen. Oh mein Gott, wollen wir das auch? Das ist die Frage. Oh shit, ey. Muss vorsichtig sein. Ey, sag mal, Krimi. So wie ich das gesehen habe, orientieren sich die ganzen Eingeborenen, die Einwohner von der Insel. Irgendwie wollen die anscheinend alle, die haben so eine Ader ins Kriminelle zu gehen, habe ich das Gefühl. Oh, das Schild habe ich. Was ist denn jetzt der Krimi? Ja, ich habe dich gerade verloren. Da hinten fährt ein Laster, aber das bist nicht du. Ich bin gerade auf dem Rollfeld. Wo bist du? Aha, ich habe nur Schmatzen gehört. Siehst du mich jetzt wieder? Nö. Ich bin so blind. Da bist du. Haha. I have found you oder so. Ich kann gutes Englisch. Naja, und die sind halt sehr kriminell veranlagt, habe ich das Gefühl, hier auf der Insel. Müssen wir echt aufpassen. Vielleicht sollten wir uns irgendwann echt mal Waffen holen. Ich habe echt das Gefühl, dass sie einen überfahren. Der eine hat gerade einen Waffenschuss abgefeuert, ne, mitten auf dem Marktplatz. Wahrscheinlich wollte er damit seine Kumpels irgendwie imponieren, dass es so voll der Babo ist. Aber ganz helle sind,
Aber ganz helle sind die ja nicht. Ja, die tragen das offen raus. Die haben anscheinend auch gar keine Skrubel und haben gar keine Angst vor dem Gesetz. Das ist echt krass. Also vor dem muss man sich echt in Acht nehmen irgendwie vor solchen Leuten. Muss man aufpassen. Aber den einen habe ich ja beleidigt, das hat er ja nicht. Ich dachte, du meinst mich, ey. Ich dachte, du meinst mich. Nee, ich mein dich. Oh, nee, das ist gar nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ich habe ein Rollplay verteilt. Ich möchte, und das sage ich jetzt, sage ich auch mal im Funk, ich rede jetzt mit den Zuschauern, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass alles, was ich und Krimi hier gegenüber anderen Leuten sagen, also wenn die vor uns stehen, ne, das ist alles Rollplay. Also alles, was wir sagen, auch selbst wenn wir jetzt Leute beleidigen oder so, das ist alles, sollte eigentlich im Roleplay sein. Also vorausgesetzt, der passt zum Charakter. Ich glaube, ich werde niemanden irgendwie beleidigen, weil das passt einfach nicht zu meinem Charakter. Aber weiß ich nicht. Kann sein, dass er auch mal ausrastet. Aber ja, wie gesagt, das ist alles bloß Roleplay. Und ich könnte hinterher auch genüsslich mit den Leuten wahrscheinlich, wenn sie vernünftig sind, auch mit denen hinterher im Teamspeak genüsslich quatschen oder so ohne Probleme. Da habe ich kein Problem mit. Ne? Wollte ich nur gesagt haben. Und vor allem für alle, die es vielleicht auf den Server sind und auch mein Let's Play schauen, für die ist es auch ganz besonders gedacht. Wir haben euch alle lieb. Okay, wir geben nur bestimmte Ecken, wo wir heute schon öfters waren. Ne, was denn? Liebe, ey. Liebe ist immer gut. Love. Ja, make love, not war. Ich kann nicht mein Auto nicht mehr. Was kannst du mit deinem Auto nicht? Ich kann mein Auto nicht mehr reparieren, welches um. Oh shit, ich kann das auch nicht, ne? Also, pass auf, wie du fährst. Aber es ist sehr angenehm, irgendwie eine Außenperspektive zu fahren. Also, ich habe meine Drohnenkamera gestartet, die fliegt jetzt hinter mir her. Da kann ich auch mal richtig gut sehen, wo ich langfahre. Gut, dass ihr das. Weil eigentlich in der richtigen Rollplay ja, aber das ist ja das, was ich meine. Es ist, glaube ich, schwierig. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt nicht jetzt mit mir befreundet wärst und jetzt würde ein Dritter mitfahren oder so, dann würde ich schon versuchen, die ganze Zeit im Rollplay zu bleiben. Weißt du, wenn jetzt noch ein Dritter dabei wäre oder ein Vierter oder so. Aber jetzt untereinander ist halt so ein bisschen schwierig, weil wir auch ein bisschen die Spielerfahrung austauschen wollen. Ich zumindest. Ja, müssen wir auch wegen Let's Play schauen. Allein deswegen haben, nehmen sie sich ja Rücksicht. No, das hoffe ich. Aber ich glaube, ein paar von den Leuten habe ich schon erkannt, ne? Also einer hat mir ja vor uns, der Kai war das, der hat vor uns gefragt, ob ich mit ihm farme. Und ich möchte mich hier, wenn du das Video siehst, nochmal entschuldigen, dass ich jetzt nicht sofort zurückgeschrieben habe oder generell noch gar nicht zurückgeschrieben habe. Aber ja, ich war gerade mit einer Aufnahme. Das war ein bisschen kontraproduktiv. So, meine lieben Freunde, wir sind da. Oh, ich habe ja gar keinen Mitfahrer. Na gut, dann war das jetzt eine Blöde. So, Spitzhacke. Hacki, hack, 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 hack. Mit Kuh. Ich weiß. Weißt du? Mit dem, wie kann man das denn bitte schön? Ja, auf der Spitzhacke gibt es eine Taste, die heißt Kuh, ist die automatische Spitzhacke. Dann hackt die alleine für uns. Irgendwie so. Okay, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft, wir sind fertig. Ich muss sagen, Kupferfarm, das geht total schnell. Also wir sind sehr schnell, haben wir das jetzt vollgepappt, sind aber nochmal aufs Klo gegangen. So, wo ist denn der Verkäufer? Wir müssen ja erstmal zum Kupferschmelzer. Da müssen wir jetzt wieder zurück. Welche Uhr? Auf die echte Uhr, Realzeituhr oder die Ingame-Uhr? Realzeituhr oder Ingame-Uhr? Real. Wann möchtest du denn gerne Schluss machen? Nicht mit Schluss machen, sondern Server. Ah, okay. Wir haben also noch 20 Minuten, um das Zeug zu veredeln und zu verkaufen. Okay, Leute, habt ihr gehört? 20 Minuten. Ich mach bis. Mal gucken, eins. Ja, können wir machen. Dann haben wir tatsächlich fast 6 Folgen aufgenommen, wenn wir bis um 1 machen. Eieiei. Und ja, morgen, also Samstag, gehen wir jetzt. Ja, das stimmt schon, aber wir haben jetzt schon bis Montag, dann nochmal 6 Dinger drauf. Boah, dann geht das schon wieder bis Sonntag, glaube ich, ne? Ne, noch bis zum nächsten Montag quasi, oder?
Bin ich blöd? Nee. Bis zum Sonntag geht das dann. Nee, Sonntag kommt ja nicht, also bis Samstag. Ja, aber okay. Ich meine, das ist ja komplett was anderes als die anderen Let's Plays, die du machst. Ich meine, weil hier spielt man einmal 3-4 Stunden und dann hat man gleich. Ja, und das ist halt dann wieder so ein bisschen schwierig mit dem Let's Play. Ich meine, wenn ich jetzt 30 Minuten Folgen mache, das ist okay, jeden Tag eine, dann muss, also das müsst ihr mir dann verzeihen, ich bin dann wirklich total weit voraus, beziehungsweise kann es wirklich mal sein, dass ich irgendwann mal sage, ja, wir spielen einfach mal so, fahren ein bisschen Geld oder so, und wenn wir dann was planen, dann nehme ich wieder auf. Also irgendwann, jetzt am Anfang, kann man auch alles zeigen. Das ist gut, weil es alles frisch und alles neu, aber später wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen geschnitten, weil das muss dann einfach sein, weil sonst habe ich so viel Material, dann habe ich irgendwie 3 Wochen voraufgenommen und ja, wisst ihr, was ich meine, ne? Wisst ihr, was ich meine? Schreibt es mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Aber das muss ich immer, das muss ich öfters mal sagen, dann schreiben die Leute nämlich Kommentare manchmal. Oh, wir sind ja schon. Solange du nicht sagst, solange du nicht sagst, wow, 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 wow. Steigt du nicht auf der falschen Seite aus, Mann. So, jetzt muss ich hier Knete reinstecken, ne, in den. Komm, mach mal den Mund auf. So, hat er gefressen. Ja, und dann das übliche Spiel. Solange ich was nicht sage, Krimi, ich hab's nicht gehört. Wenn du nicht sagst, sie sollen bei jedem dritten Wort, sie sollen dein Video liken oder sowas. Ach ja, übrigens, like doch mal das Video. Nee, eigentlich möchte ich auf sowas echt verzichten. Tut mir echt leid, dass wir gerade ein bisschen über YouTube so quatschen, aber ich finde es ganz gut. Man kann so ein Let's Play auch dazu verwenden, wenn gerade mal nichts los ist, man nicht RPs macht, einfach mal dazu verwenden, auch ein bisschen einfach zu quatschen, ne, über irgendwas. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich gut. Ob ihr das gut findet, weiß ich nicht. Jetzt mache ich natürlich alles einzeln. Hä? Ah, ich habe die Kupferbahn. Muss ich auch nochmal reinmachen? Ah, muss ja sowieso jetzt hin und her switchen, ey. Lol. Klick, 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 klick. Ist das genauso schwer wie vorher auch? Hörst du meinen Klicken? Nee, nee. Ich klicke selbst rum. Ich frage mich gerade, ob das... Nee, die Kupferbahnen so sind nicht... sind leichter, ne? Ist immer so. Ja, aber das war auch ein bisschen fies. Aber ob sie das lohnt, man fährt ja, na gut, man fährt jetzt eigentlich theoretisch, wenn man jetzt hier verkaufen könnte, würde man wieder zurück, hin und her, total einfach, total schnell. Ich meine, auf Altes war es ja auch eine ziemlich krasse Strecke für Kupfer. Stimmt, aber hier sind wir ein bisschen weiter. Aber der Prozessor ist hier näher. Also wir haben, was haben wir bekommen für Pfirsiche eine Fuhre, 2800 oder sowas, für eine ganze Fuhre mit Wagen? Genau. Ja, hier kriegt man bestimmt ein bisschen mehr, also ein bisschen was anderes, ein bisschen was anderes. Ich mach mal hier wieder Sound an, so ein bisschen. So, ich bin, theoretisch habe ich alles, ja, ich muss mal gucken, wie viel ich jetzt hier reinkriege in meinen Wagen, würde mich mal interessieren. Ja, nicht so viel. Komm, nehmen wir hier alles nochmal raus aus dem Wagen, alles das, was geht. Theoretisch könnten wir, aber dafür habe ich so wenig Zeit. Wieso, was wolltest du denn machen? Nochmal zurückfahren, nochmal Kupfer holen. Ja, nee, dafür haben wir tatsächlich zu wenig. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Ja, so, mal kurz gucken, wir müssen jetzt, zum Metallhändler runter. Also fahren wir. Du bist bestimmt querbeet gefahren, ne? Nimm dir aber schon mal zu möglichst viel in dein Inventar. Wenn der Server neu startet, hast du das immer noch. Ja, hab ich, hab ich. Extra noch mal losfahren. Warte mal, warte mal. Kupfer, Kupferschmelze. Aber wir können eigentlich hier zu DB5 fahren, ne? Und dann runter. Ja? Wir können zu DP5 fahren und dann runter, ne? Ja, genau. Aber tut dir möglichst viel. Tut dir möglichst viel. Kupfer schon mal Inventar. Was ist denn da? Ja, ja, hab ich. Fahren wir nicht gerade falsch? Müssen wir nicht die andere Strecke lang? Also die andere Abzweigung? Ja. Ich hab gerade nochmal geguckt. Und ich hab so viel möglich wirklich in meinem Inventar. Brav! In 15 Minuten ist Restart. Okay, Leute, dann achten wir mal nicht so auf die Verkehrsregeln, sondern wir preschen hier durch. Oh, da wurde jemand ausgeraubt. Die Beute beträgt Dollar. Krass. Dollar. Man kann hier Tankstellen überfallen. Was, das geht? Ach, Tankstelle wurde geraubt. Das stimmt, steht da. Krass. Das ist ja cool. Na toll, gleich ist schon eine Abkürzung. Wo muss man hin? DB5, wo ist denn DB5? Ich muss doch gerade stehen bleiben.
Mann, wie geht denn das? Nach rechts. So, da lang. Okay, hier geht's lang. Nach links. Ach, da bist du noch. Wow, du bist ja ganz schön langsam. Nicht so durch. Ich raste ja auch nicht so durch die Gegend. Ja, der Krimi kann's halt nicht, ne? Guck mal hier, kann man eine coole Abkürzung fahren. Brumm. Du fällst dich auch nicht an. Hey, scheiß drauf, hier hast du in der Ecke eine Beulen. Ja, eine Beulen ist mir das egal. was ich auch noch sagen muss, ne, es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, gerade auf so einem Server, wenn man gerne mal was anderes probieren möchte, seinen Charakter, ich glaube, das wollen die hier aber auch auf den Server, dass man seinen Charakter irgendwie entwickelt, dass man wirklich nur den einen Charakter spielt, was ein bisschen schwierig ist, weil dann kann man nicht mal einfach sagen, ey, komm, heute bin ich mal irgendwie so ein Verrückter oder so. Außer, na gut, bei einer New Life-Regel dürfte man es vielleicht eigentlich machen, theoretisch. Müsste man sich überlegen. Weil ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, das zu handeln. Weil wenn ich jetzt einfach krimineller sein will und Leute ausraube, obwohl mein jetziger Charakter eigentlich doch ein ganz recht ein Gutmensch ist, dann wird es schwierig, das irgendwie ins Roleplay reinzubringen. Ja, vielleicht interpretiere ich da auch einfach zu viel rein. Was sagst du? Was sagst du? Du sollst nicht bremsen. Hä, ich bremse? Was? Was laberst du? Ich bremse gar nicht. Du sollst nicht bremsen, du bist dass ich gar dich hinten reinfahre. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mal schnell nach. DB5. Abzweigen. Ja, tatsächlich. Wir müssen hier lang. Ja, ich muss erst mal gucken, wo wir lang müssen. Das ist so ein bisschen heikel. Eigentlich hätten wir auf der Hauptstraße fahren können, dann irgendwann abbiegen, aber ja, man weiß halt nicht, ob das kürzer oder länger ist. Aber das hier sieht auch nicht gerade schneller aus. Ich glaube, Hauptstraße wäre besser gewesen, aber okay. Ah, ich finde die Straßen echt geil, muss ich sagen. Irgendwie machen die echt Fun. Eigentlich hätte ich ja vor die Abkürzung fahren können, aber naja. Schweiß, dein Land Rover wird abgeschleppt. Eieiei. Oh Gott. Der quält sich hier hoch, ey. Das ist schlimm. Der quält sich richtig hoch. So, jetzt aber. Über den Berg drüber. Ich hoffe, ich fahre richtig. Ich denke schon. Aber da vorne weiß ich natürlich wieder mal nicht, wo ich abbiegen muss. Schon wird da eine Abzweigung, wo ich nicht weiß, wo es lang geht, ey. Shit, ey. Wo bin ich denn? Dammit. Hier bin ich. Geradeaus und dann die nächste links. Wenn ich jetzt zu früh abbiege, muss ich noch einen Bogen fahren. Das wäre nicht so gut. Deswegen fahren wir mit der nächsten nach links. Ja, ich kann mir sowas nicht merken, beziehungsweise ich kann es mir schon merken, also auch bei Google Maps, bevor ich irgendwo hingehen muss, wo ich nicht weiß, wo es lang geht, gucke ich mir auch Google Maps an und dann merke ich mir einfach nur, wie das alles aussieht. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich langlaufen muss, ist kein Problem. Hier, ja, wenn ich ein bisschen länger drauf gucken würde, würde ich es wahrscheinlich auch hinkriegen. Aber gerade gucke ich einfach nur ganz schnell drauf, sehe das und renne dann einfach wieder hin. Alter, oh oh. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Oh oh. Wo muss ich lang? Shit. Egal, hier komme ich bestimmt durch. Hier und dann nach rechts. Hier bei der Kreuzung. So, ich glaube, das war hier. Wenn nicht, dann halt nicht. Habe ich nicht eine Markierung gemacht? Ich habe natürlich keine Markierung gemacht, ich Idiot. Aber es war schon hier irgendwo. Irgendwo hier unten war das, das weiß ich. Hier diese eine Stelle da. Die muss man überqueren. Ich weiß, muss ich nach unten, nach oben? Wow. Bin jetzt hier an der Stelle nach unten muss ich. Okay, nach unten, nach unten, nach unten. Dann passt das. Also, schön nach links. Und Krimi, bist du schon hinten auf mich drauf gefahren? Nein. So. Weiter nach unten. Ich habe jetzt nicht irgendwo einen Stein in so einem Busch drin, den ich überfahre. Und jetzt haben wir es auch gleich geschafft. So, mal gucken, wie der aussieht, der geile Händler. Bestimmt irgendwie so ein kleiner Heini, der irgendwo, so ein Hansel, der irgendwo rumsteht, oder? Nee. So eine richtige Fabrik, ist ja voll geil. Okay. Wo ist der Krimi? Ist doch gar nicht da. So. Wir wollen ja Roleplay betreiben. So.
Sag mal, hier draußen parkst du, ey. Das ist eine Firma. Okay, was bringt denn ein Kupferbahn? 680, das klingt doch gar nicht so schlecht. Da haben wir jetzt 12.000 gemacht mit einer Fuhre. Ne, 13.000 mit der. Und was habe ich noch im Wagen? Ja, 9 Stück noch. Kann gleich alles mitnehmen. Dann machen wir mal Lucky Lucky. Und 9. 13 plus 6. Ja, haben wir fast 19.000 pro Person. Jo. Ich trinke mal einen Schluck. Entschuldigung. So, Leute, wir haben jetzt 19.000 pro Person gemacht. Das heißt, ich habe jetzt 20.000 einstecken und Krimi wahrscheinlich. Oh nee, hast du 20.000 einstecken? Ah, ich hatte ja vor uns noch ein bisschen was einstecken. 20.000. So, haben wir beide 20.000. Hoffentlich hört uns hier gerade keiner ab. Da sind wir bei 56.000 haben wir. Und gemeinsam haben wir dann schon mal 100, oder? Und ich weiß gar nicht, wie viel du hast. Wie viel hast denn du eigentlich noch Geld auf der Bank? Ich habe noch 29.000. Ja, plus die 20 sind wir bei 49. Na doch, dann haben wir 100.000 haben wir schon. Krass, da können wir uns bald so einen fetten LKW leisten. Da kann einer mit so einem Jeep fahren, einer mit dem LKW. Weil da kriegt man da mehr weg. So, was machen wir jetzt? Ich drücke jetzt erstmal hier auf Speichern, damit ihr das Inventar schon mal so speichert und dann können wir, naja, versuchen, irgendwo in die Garage zu kommen in den paar Minuten, das wird's nicht bringen. Da ist ein Drogendealer da links von uns. Ja, da können wir gerade nichts machen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal wieder einen Cut machen, weil wir werden jetzt wahrscheinlich bloß noch dumm rumstehen und erstmal warten, bis der Server down geht. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Ja, ich muss zugeben, diese Folge war etwas länger und ich hoffe, ihr habt vielleicht ab und zu mal bei einigen Autofahrten einfach mal ein bisschen übersprungen oder so. Aber ich wollte das irgendwie zum Abschluss bringen, diese ganze Kupferfarm und Kupferverkaufen. Deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, ihr schaut trotzdem beim nächsten Mal vorbei. Da versuchen wir nämlich mal ein bisschen was anderes zu farmen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi, versucht Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.